Der WTT Young Lead Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Gear Systems, Bauwerk Parkett und Gallus Media. Aus 42 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen, der WTT Young Leader Award 2020 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Neue Produktionsanlagen einführen ist für jedes Unternehmen eine Herausforderung. Der Kunde der Firma Bühler zu Utzwil steht dazu eine Ausbildungsstätte zur Verfügung. Im Milling Solution Training Center lernen Müller aus aller Welt die Funktionsweise und Bedienung von ihren neuen Anlagen kennen. Das Studierendenteam der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, hat in seinem Praxisprojekt nach Möglichkeiten gesucht, um das Schulungsangebot zu optimieren. Unser Auftrag war, für das Training Center in Utzwil ein neues Konzept zu entwickeln, das all die Bedürfnisse der Kunden, die einen Kurs besuchen wollen, erfüllt. Bühler hat das Projekt in Auftrag gegeben, weil das Ostschweizer Technologieunternehmen laufend muss mit den Entwicklungen auf dem internationalen Markt mitheben. Wir standen vor der Aufgabe, uns an die neuen Anforderungen oder zukünftigen Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Und daher waren wir auf der Suche nach einer Neupositionierung für unser Trainingsangebot, das unsere Kunden nutzen können. Weltweit betreibt Bühler mehrere Trainingscenter und darum mussten auch Bedürfnisse von einer internationalen Kundschaft abgeklärt werden. Das hat die Aufgabe für Studierendenteams besonders komplex gemacht, sagt ihren Coach Ronald Ivancic von der Ostschweizer Fachhochschule. Die größte Herausforderung in diesem Praxisprojekt war es sicherlich, das Trainingskonzept für Müller zu analysieren, zu optimieren, teilweise zu digitalisieren, aber nicht nur diese Arbeit auf inhaltlicher Ebene zu vollbringen, sondern gleichzeitig noch eine Vision, eine Mission, eine Positionierung für das Milling Solution Training Center zu erarbeiten und diese dann runterzubrechen in den Marketingmix. Die Studierenden haben bei den Ausbildner und den Kunden aus verschiedenen Nationen insgesamt 62 Befragungen durchgeführt und auch das Angebot der Konkurrenz analysiert. So haben sie den Grundstein gelegt für ihre weitere Arbeit. Mehrheitlich können wir mit den Mitarbeiter aus dem Trainingscenter zusammengearbeitet, dass wir die eine Perspektive haben. Und aus der anderen Sicht der Kunden haben wir die andere Perspektive analysiert und somit die bestmöglichen Lösungen vorgeschlagen. Sie haben ein neues Trainingskonzept ausgearbeitet, aufgezeigt, wie man mit Marketingmitteln den Kundenstamm erweitern kann, und sie haben eine Vision 2025 definiert. Besonders stark an unserer Projektarbeit war, dass wir viele Informationen von Kunden auf einen Punkt bringen konnten, aber auch Trends von Experten mit einfließen lassen und dem Trainingscenter kurz präsentieren, was wichtig wird sein in Zukunft. Eine zum Beispiel ist, dass wir eine Dachorganisation vorschlagen, wo mehrere Müllerei-Trainingszentren international angebietet werden können. Die Studierenden haben damit eines der wichtigsten Ziele eines Praxisprojekts erfüllt. Sie zeigen Lösungen auf, die vom Auftraggeber direkt und zeitnah umgesetzt werden können. Ich war überrascht und begeistert, wie gut die Resultate waren. Die Studenten haben wirklich aus wenig sehr viel gemacht und das wieder uns als Kundschaft sehr gut übermittelt. Und das ist unser Kompass, mit dem wir in den nächsten Jahren unser Angebot anpassen und verschärfen wollen, damit unsere Kunden noch besser ausgebildet werden. Mit dieser soliden Leistung hat sich das Praxisprojektteam für das Finale vom WTT Young Leader Award in der Kategorie Managementkonzeption qualifiziert. Der erste Platz wäre der krönende Abschluss von ihrer Arbeit. Wenn wir gewinnen würden, würde das eine riesengroße Ehre bedeuten für uns, um den Preis mit teilnehmen. Und meine Projektgruppen und ich hätten eine riesen Freude, wenn wir das für uns beanspruchen könnten. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2020? Preisverleihung findet am Dienstag, 8. Dezember in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt, mit der Zusammenfassung am 9. Dezember auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, St. Galler Stadtwerk und Scandola Light Audio Media.